vier Messen in einer. Ich bin auf der Haus-, Garten-, Touristik- und Hochzeitsmesse in Bad Salzuflen. Ich gehe die verschiedenen Stationen des Lebens ab. Und anfangen tue ich natürlich bei der Hochzeit. Ah, da vorne ist ein Weddingplaner. Da gehe ich jetzt mal hin und gucke, was man alles für eine Hochzeit braucht. Also natürlich Brautkleid, Ringe, Deko, Location, Catering, dann Fahrzeug, Kutsche. Wie viel kostet ungefähr durchschnittlich eine Hochzeit? Also mit 15.000 kann man schon eine super gute Hochzeit planen. Also wir haben eh gute Connection bei Location, Catering. Wie lange im Voraus muss man ungefähr anfangen, eine Hochzeit zu planen? Also viele kommen leider ein bisschen spät meistens. Ne? Dann kriegt man nicht mehr so die tollsten Location noch, aber normalerweise 1,5 Jahre wäre super, wenn die 1,5 Jahre vorher kommen würden, bis ein Jahr spätestens. Nicht schlecht. Mhm. Was man für eine Hochzeit alles braucht, weiß ich jetzt. Für gewöhnlich geht man nach der Hochzeit in die Flitterwochen. Auf geht's zur nächsten Station, der Touristikmesse. Da hinten habe ich schon ein Touristikunternehmen gesehen und ich werde jetzt mal gucken, wo man überall in den Flitterwochen hinfliegen kann. Ja, was sich natürlich anbietet, wäre eine Kombination einer Kreuzfahrt in der Karibik mit einem anschließenden Badeaufenthalt, wo wir dann ein ganz tolles Resort raussuchen mit einer schönen Honeymoon-Suite, wo man dann das entsprechend ganz besonders genießen kann. Es hört sich jetzt schon gut an, wenn man es nur ausspricht. Wie lange bleibt man so durchschnittlich in den Flitterwochen? Ich würde sagen, 14 Tage ist schon eine tolle Zeit. Die meisten Pärchen haben ja auch gar nicht so viel zeitlichen Spielraum. Die Feierlichkeiten stehen an und dann mehr als 3 Wochen möchten sich die meisten auch keinen Urlaub nehmen. Was wird denn so im Durchschnitt ungefähr für so eine Hochzeitsreise ausgegeben? Hängt natürlich ganz stark von dem Ziel, von der Destination ab, ob ich jetzt im Mittelmeerraum bleibe oder ob ich aber eine weitere Fernreise mache. Ich würde sagen, so im Schnitt für eine Fernreise geben die meisten Pärchen dann schon so um die 2.000 pro Person aus. Ich habe jetzt alle Informationen auf der Messe gesammelt, auch zum Haus- und Gartenbau. Das heißt, ich bin jetzt bereit zum Heiraten. Vielleicht finde ich hier ja auch noch den passenden Mann. Ich gehe mal dahin.